Der perfekte Zeitpunkt für eine Jungfernfahrt. Die Stadt Hamburg feiert Hafengeburtstag. 1,5 Millionen Besucher sind in der Stadt. Und so ist dem neuen Luxusliner MS Europa 2 Aufmerksamkeit garantiert. Das Kreuzfahrtschiff ist bei weitem nicht das größte, wohl aber eines der luxuriösesten der Welt. 516 Passagiere haben hier viel Platz, denn sie wohnen ausschließlich in Suiten. 2 Tage vor der Jungfernfahrt. Letzte Vorbereitungen. Hotelmanager Johann Schrempf. Neben dem Kapitän verantwortet er den größten Bereich. Der 52-jährige Österreicher ist Chef von 280 der insgesamt 370 Besatzungsmitglieder. Auf diesem Schiff soll vieles außergewöhnlich, vor allem aber entspannter sein. Bei uns gibt es nicht mehr dieses klassische Kapitänsdinner, wie man sonst gewohnt ist, oder den Empfang, sondern bei uns ist das eher etwas legerer, auch von der Kleiderordnung her. Johann Schrempf auf dem Weg in eine der beiden sogenannten Owner-Suiten, mit je 114 Quadratmetern die größten an Bord. Der Preis wird nur auf Anfrage genannt. Die Größenordnung etwa 2.500 Euro pro Tag. Vor der ersten großen Fahrt schaut der Hotelmanager noch einmal selbst nach dem Rechten. Diese Ein- und Ausschiffungen, was bei uns relativ schnell und unter Druck passieren müssen, da kann sein, dass man einmal etwas übersieht. Dadurch gehe ich dann noch einmal und schaue gerade in gewissen Segmenten, ob das dann auch seine Richtigkeit hat oder nicht. Farbakzente finden sich nur sparsam in den dezent gehaltenen Suiten. Die Hamburger Architekten Kai Bunge und Siegfried Schindler haben das komplette Innere des Schiffes gestaltet. Ihnen ist wichtig, dass alles auch so aussieht, wie Sie es vorgegeben haben. Ja, man sieht es auch daran, dass wir beide jetzt die letzten 2 Tage an Bord gewesen sind und in die Bereiche reingehen sind, die letzte Lichteinstellung, das Feintuning für die Lichteinstellung vorgenommen haben, noch Leuchten nachgerichtet haben, dass sie auch die Strukturen des Raumes richtig zur Geltung bringen. Also es geht wirklich bis ins kleinste Detail. Ja. Muss. Das spürt der Passagier. Wenn er es vielleicht auch letzten Endes nicht jedes einzelne Detail hundertprozentig wahrnimmt, direkt wahrnimmt, aber er empfindet dass die Gesamtkomposition, wenn die stimmig ist. Kein Luxusschiff ohne Spa-Bereich. Auch dieser ist in seinen Farben auf die Ausstattung des Schiffes abgestimmt und bietet viel Platz, innen und außen. Das Deck 4 ist der sogenannte öffentliche Bereich. Hier gibt es 8 Restaurants, Bars, einen Jazzclub und ein Theater mit 418 Plätzen. Alle Tests liefen gut. Kapitän Jan Ackermann sieht der Jungfernfahrt gelassen entgegen. Die Dinge alle so weit zurecht zu bekommen, dass auch die Crew und das Schiff eigentlich auch miteinander harmoniert. Und ich denke, das ist eigentlich auch das Spannendste eigentlich an der Jungfernreise. Letzte Vorbereitungen auch unter Deck. Das Team um Chefkoch Stefan Wilke wird die Gäste bekochen mit internationalen Spezialitäten, etwa aus der italienischen, französischen oder japanischen Küche. So, irgendwie hat mir meine Mutter das mitgegeben. Ich komme immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Ja, die Teller sind bereits fertig. Ich brauche nur noch hinsitzen und essen. Reinhauen. Das ist doch fantastisch. Europa 2. Einen Tag vor der Jungfernfahrt wird das Schiff offiziell auf seinen Namen getauft. Dann verlässt es Hamburg. Die erste Reise wird 14 Tage dauern. Ziel ist die portugiesische Hauptstadt Lissabon.